möchte in den nächsten Wochen und Monaten den Menschen die Geschichte vom heiligen Hieronymus erzählen, aber auch etwas über das Kunstwerk von El Greco, das einen festen Platz in der Kunstgeschichte hat. Also jetzt, wo die Ausstellung fertig ist, wo wir alleine hier drin stehen, bin ich rundwegs zufrieden. Ich denke, die Ausstellung ist wunderbar geworden. Sie ist, wir haben eine tolle Architektur. Die Bezüge zwischen El Greco und modern erläutern sich auf eine wunderbare und erklären sich auf eine wunderbare sinnliche Art. Wir haben ganz wenig Wandtexte. Man muss eigentlich nicht viel wissen. Man muss vielleicht mit einem mitdenkenden Auge durch die Ausstellung gehen, und ich denke, der Sinn oder die Botschaft der Ausstellung kann sich jedem eröffnen.